Einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hausflipper. Wir haben es nicht morgens, wir haben es mitten in der Nacht. Und falls sich irgendwer wundert, warum sich mein Kontostand geändert hat, ich habe hier eben so ein bisschen die Lautstärke der Farbe getestet. Klingt komisch, ist aber so. Anbauwand von Thomas Pilschner. Betreff Anbauwand. Hallo. Ich schreibe Ihnen, da ich gerne eine neue Wand in unserem Haus bauen lassen möchte. Meine Tochter ist schon 3 und ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, dass sie ein eigenes Zimmer bekommt. Teilen Sie bitte das Schlafzimmer in 2 Zimmer. Beide Räume sollten eine Tür zum Flur haben. In das Zimmer der Tochter bitte ein neues Bett reinstellen und das Kinderbett verkaufen. Viele Grüße, Thomas Pilschner. So, jetzt kann ich ungestört mitten in der Nacht hämmern. Wo soll das denn gemacht werden? Nee, hier wohl nicht. Ja, das ist wirklich nicht günstig gelegen. Das macht ja richtig Bums. Bams! Bams! Oh, nicht Bams. Ziehen wir mal eine neue Wand. Aha. Das ist eine Fake-Linie. Gegenstand an Bettgrille. Jo, dann gucken wir mal nach, was so im Shop gibt, ne? Ob wir auch eine Mitternachtslieferung kriegen. Hä, sollen hier 2 Betten rein? Gucken wir mal nach Kinderbett. Er hat gesagt, Tochter ist es, ne? Dann machen wir wieder den goldenen Käfig. Soll das jetzt ein zweites sein? Stellen wir es mal dahin. So, so, so. Also ist der Fortschritt gerade runtergegangen? Ja, der ist runtergegangen. Okay, das war offensichtlich das Falsche. Nehmen wir mal Bettgrille. Nehmen wir auch mal eine schöne Farbe. Ist nicht die Welt, aber ne. Ist das jetzt das Richtige? Ich bin gerade ein bisschen. Gehen wir mal da rein. Nee, hier soll ich mal Geräte montieren. Und hier soll ich ein Bett hinstellen. Ach, Gegenstand entfernt. Boah, bin ich dumm. Boah, was die Nachbarn jetzt alle wohl denken. Da steht aber keiner am Fenster. Hat mich wohl keiner gehört. Aber ich bin ja auch unauffällig, ne? Ich bin der leiseste Hämmer. Der leiseste Hämmer. Ich bin ja auch der leiseste Hammertyp hier, den es gibt. Damit bin ich jetzt schon mal durch. Aber das sieht, mal ganz ehrlich, das kann ich so nicht stehen lassen. Nee, 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 nee. Das geht gegen meine Heimwerker, gegen meine Heimwerker-Ehre, gegen meine Heimwerker-Prinzipien. Aber, was ist das für eine Farbe? Ist das weiß? Ist bestimmt weiß, ne? Da ich ja Profi-Heimwerker bin. Weiß ich das natürlich? Ha, weiß ich das natürlich? Das kann ja nicht angehen, dass das hier jetzt einfach nur so eine kahle Wand gibt, ne? So, und was bist du? Bist du rot? Was bist du wohl für eine Farbe? Mal gucken. Fö, fa, fi, fa, fo, fum. Wände. Himbeeraura. Das sieht irgendwie nicht richtig aus. Ist das wohl lachende Erdbeere? Nee. Ist bestimmt rot, ne? Also rot ist es nicht. Lachende Erdbeere, das könnte es sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht genauso aus wie das da. Oh, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht so übers Regal geht. So, vorsichtig an den Kuscheltieren vorbeistreichen. Dahin, so. Alles Zusatzleistung hier. Muss keiner für extra zahlen. Das ist unser Hausservice. So, jetzt den. Weg, 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 weg. Riecht jetzt nachts ein bisschen nach Farbe, aber ich bin ja auch ganz froh, dass sie übers Wochenende weg sind, ne? Ach, shit, ich hätte die weiße Farbe vielleicht nicht verkaufen sollen. Ja, gut, ne? Aber wir haben es ja. Da werden sie sich bestimmt freuen, wenn sie wieder nach Hause kommen, dass hier schon alles fertig ist. Hat noch keiner die Polizei gerufen, finde ich ganz gut. Ich meine, die Erklärung dafür ist ja auch. Ich meine, was soll man der Polizei erklären, wenn man jetzt hier so im Haus erwischt wird? So, ja, ich wurde angerufen, ich sollte hier unbedingt mitten in der Nacht hinkommen, das Haus renovieren. Ja, gut, dass ich auch so einen leisen Schrauber habe, ne? Okay. Hier soweit fertig. So, Herr, wie hieß er? Pilschner? Pilchner? Pinscher? Gehaben Sie sich wohl? Ich bin da mal wieder weg. Doch, 3.509 Euro.
kann man mitarbeiten. Nachtzuschläge gab es jetzt leider nicht. Schade eigentlich. Ach, schon wieder so ein Ton. Was ist denn das immer? Johann Pissel. Jemand muss die Wand abreißen. Ja. Ich grüße die ehrenvolle Renovierungsfirma. Die ehrenvolle Renovierungsfirma. Ja, warum nicht, ne? Seit einiger Zeit sind große Räume angesagt. Man braucht sich nur ein bisschen umzusehen. Ja, klar. Sogar mein Nachbar und auch sein Nachbar haben einige Wände in ihren Häusern herausgerissen. Ich möchte auch, dass einige Wände in meinem Haus verschwinden. Ideal hierfür sind die Wände zwischen dem Wohnzimmer, der Küche und dem Flur. Zusätzlich hat meine Nachbarin ihre Wände in hellblau streichen lassen. Ich will das auch. Ich traue ihnen und bin fest davon überzeugt, dass eine professionelle Firma keine Probleme damit hat, dies schnell und kostengünstig zu machen. Mit freundlichen Grüßen, Johann Pissel. Ich spare mir da jetzt meinen Kommentar mal dazu, ne? Was mein Nachbar hat, das will ich auch haben. Na gut. Jetzt bin ich nachher nicht mehr die ehrenvolle Firma. Ich habe echt nur die Nachtarbeit hier, ne? Wieso kriege ich eigentlich keine Zuschläge? Mauern, die zerstört werden. Sollen. Okay, gucken wir uns erstmal das ganze Zeug hier an. Also, ja, gut. Das Wohnzimmer ist halt echt nicht die größte, ne? Ist halt wirklich nicht so das meiste. Was bist du hier? Küche. Ach, der will bestimmt so eine offene Wohnküche haben, ne? Ja, verstehe ich. Okay. Ja, holen wir mal meinen Hammer, ne? Erstmal zum Auto. Oh. Hat keiner gehört, gut. Also, ganz ehrlich, der den Flur hier konstruiert hat, ne? Der gehört auch eher hämmert. Oh, oh. Schwein gehabt. Fast erschlagen worden. Oh. Oh. Alter. Ist ja lebensgefährlich hier. Jetzt ist das der Weg nach unten. So, ich baue die neue Kellertür. Wieder aufpassen, ne? Nicht erschlagen werden. Ist nur die eine Kante hier, ne? Oh, da oben ist noch. Da. Mal sauber arbeiten, ne? Wand sauber entfernen. Ist ganz wichtig in meinem Geschäft. Ja. Ja. Sehr gute Arbeit. Da noch. Tür wieder zumachen. Ja, die haben ja alle sehr, sehr freundliche Nachbarn. Ruft keiner die Polizei. So, jetzt aufpassen hier, ja, Küchenzeile nicht anhauen. Es ist wieder Maßarbeit gefragt, ne? Ja. Es ist gar nicht so einfach so. Aufzupassen, dass die Möbel alle nicht kaputt gehen, das erfordert sehr viel Übung. Wie so ein Experte, der so ein Haus zusammenfallen lässt. Gut, ich mache gerade dasselbe. Ich lasse auch so ein halbes Haus zusammenfallen. Ja. Da noch hin. Ja, das passt. Da ein gezielter Schlag hin. Oh. Ah, da noch ein Tacken. Oh, verdammt. Oh, klassisch ist noch heile geblieben. Sehr gut. Theke hat keinen Kratzer gekriegt. Klassisch ist auch noch heile. Perfekt. So, und jetzt. Oh. Macht die das nochmal? Jetzt, ja, muss ich natürlich noch streichen, ne? Geht ja so auch nicht. Sehr gut. Wie gesagt, alles Service inbegriffen. Gibt nur keine Nachtzulage, ne? Hier haben wir Schlafzimmer. Boah, kriegst du Depressionen bei. Schläfriges. Ja. Komme ich gerade so noch mit dem Pinsel hinter. Okay, jetzt aufpassen, nicht, dass das hier auf die Vitrine tropft. So, mache ich runde Ecken. Nein, streiche überall. Schön aufpassen, dahinter streichen. Keine Farbe aufs Bett. Jetzt wird es wieder knifflig. Da habe ich ja Vollprofi. Ich brauche die Möbel ja alle nicht zur Seite. Da hätte ich fast getroffen. Ich brauche die Möbel ja alle nicht zur Seite zu stellen, ne? Oh, stabile Lampe. Wenn man dagegen springt. Ah! Oh, fast hätte ich die Tür getroffen. Farbe voll. Ich habe immer noch nicht alles fertig. 84. Ach so, oh lol.
Natürlich, also ne, die schwierigen Ecken hinter der Möbel und so weiter, ist ja alles ganz easy. Aber die Heizung, das ist immer so eine Frickelarbeit, ne? Eine weiße Heizung nicht zu treffen, weiß jeder, nicht einfach. Jetzt aufpassen, nicht auf den Rand. Genau treffen, ja. Maßarbeit gefragt hier. Auch mit der großen Rolle. Die ganz feine Feinarbeit machen. Auftrag erledigt. Restfarbe packen wir wieder ein. Handgelenk. Nichts vergessen. Oh, gebrauchte Schalter. Gleich mitnehmen. Alles getan. Ich verabschiede mich. Schönen Abend noch. Schönen Dank an die Nachbarn, dass sie die Polizei nicht gerufen haben. Auftrag beenden. 4000. Ra Oh, wieder kein Nachtzuschlag. Geiz kriegen. Ist das denn jedes Mal für ein Geräusch? Verhandlung. Zahlung für Aufträge. Jawohl. Endlich werde ich bezahlt für meine Arbeit. Endlich Nachtzuschlag. Was gibt's denn sonst noch so Schönes? Ich bitte um Hilfe. Geld ist kein Problem. Oh, das ist sehr gut. Ich meine, ich habe ja gerade meine Preise erhöht, ne? Ich bitte um Hilfe. Geld ist kein Problem. Guten Tag. Ich bin ein. Oh, Moment, muss ich anders reden. Ah, guten Tag. Ich bin eine ältere Person und vermiete schon seit Jahren Wohnungen an Studenten. Leider habe ich in diesem Jahr ein schreckliches Unglück ereilt. Ich habe es mit einer äußerst verdächtigen Gesellschaft zu tun, den Illuminaten wahrscheinlich. Sie haben nicht rechtzeitig gezahlt, also bin ich gekommen, um zu überprüfen. Nee, das können nicht die Illuminaten. Das kann ich ganz nicht. Das können nicht die Illuminaten gewesen sein. Die haben nämlich Geld. Sie haben nicht rechtzeitig gezahlt. Ich bin gekommen, um zu überprüfen, was hier vor sich geht. Als ich die Tür zur Wohnung öffnet, ich muss doch einen Schluck trinken. War mir, als ob mir das Herz im Leibe stehen bleiben würde. Das ganze Haus versaut. Auf dem Boden überall Bierdosen, Schlamm, Flaschen. Und sie selbst sind in der Küche zufrieden. Auf dem Fußboden gelegen, haben sie gesoffen. Nach meiner Warnung, dass ich sie hinauswerfe, wenn ich gezahlt werde, haben sie bezahlt. Wie sich später herausgestellt hat, haben sie einfach die Heizkörper als Altmetall verkauft, um an Geld zu kommen. Meine guten alten Möbel sind weg. Dazu haben sie, wie es scheint, die halbe Müllhalde reingetragen. Ja, und am Ende haben sie noch die Stirn gehabt. Haben Sie noch die Stirn gehabt? Haben sie noch die Stirn gehabt, die Auszahlung der Kaution zu fordern? So etwas aufzuräumen und zu putzen wäre nichts für meine Nerven, nur für meine Gesundheit. Für meine auch. Bitte, bitte sich dieser Angelegenheit anzunehmen. Jo, aber erst wenn ich einen Schluck getrunken habe. Kriegen wir hin. Boah, ist aber anstrengend. Joa. Das kriegen wir hin. Entschuldigung. Das war der Energy. Ja, die haben hier aber echt gehaust wie die Vandalen. Schichtarbeit. Ich hasse Schichtarbeit. Oh. Also, ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Entweder hat. Also, rein von der Sitzhöhe müsste. Da noch was oder hier in der Ecke. Muss man aufpassen. Ach so. Die Wand machen wir auch gleich mit sauber, ne? Mit dem guten Schrubber. So, Vollprofi geht jetzt wieder ans Montieren. Heizung aufdrehen. So, zumindest auf 2. Dann machen wir mal auch noch ein bisschen Fensterbank putzen. Da, wie kommen denn da Fußabdrücke dran? Na gut, okay. Fragen wir nicht weiter nach. Also den Elektriker, der die angebracht hat, den möchte ich auch treffen. Ja, hier sind wir durch, wa? Oder? Sind wir hier durch? Reinige Fenster. Habe ich das noch? Oh ja. Muss ich dafür meinen nehmen? Das sieht nicht gesund aus. Streichen mit den Farben. Ach so, ja, stimmt. Jetzt, wo er es sagt. Ja. Sieht ein bisschen unglücklich gewählt die Farbe aus. Das stimmt schon. Und mal wieder unseren Standard. Ja, der ist heute im Angebot nur 50% teurer als sonst. Weich. Ja, das sieht schon sehr viel freundlich aus. Oh, guckt euch das an, was das hell wird in dem Raum. Das ist ja der Wahnsinn. Schlafzimmer fertig, sehr schön.
Mitnehmen, vielleicht brauchen wir die gleich noch. Was fließt denn hier so? Oh, das ist kein Wasser, was ich da höre. Ich habe jetzt gerade mal in den Einstellungen geguckt. Leider sehe ich sie nicht. Ich sehe auch keine Scherben tatsächlich. Aber hier steht Staubsauger nehmen. Play of the game. Okay, ich habe jetzt kein Kakerlakennest gesehen. Boah, das Badezimmer sieht auch so aus. Obwohl, das geht eigentlich. Das ist gar nicht so schlimm. Können wir gerade mal machen zwischendurch. Warte mal, erstmal Licht anmachen hier. Da noch was weg und da noch was weg und da noch was weg. Und ach, schon wieder so ein Bett. Da stellen wir mal einen Stuhl ein bisschen näher dran. Gehört alles zum Service. Wollen wir eben mal. Neues Waschbecken, mitten in der Nacht natürlich, bestellen. Jo, machen wir mal ein schönes Waschbecken fertig, ne? Alles schön in Holz. Kaufen. Oh. Das funktioniert nicht so ganz. So, ein paar Pfandflaschen einsammeln. Gibt ja auch immer ganz gut Geld, ne? Hier die ganzen Dosen weg. Wir haben aber guten Durst gehabt, wa? Wenn die so viel Wein alle gesoffen haben. Scheiße, die wandern. Geht das da noch weiter? So, die letzten paar Reste hier auch noch weg. Oh, gut, dass das Ledersofa ist, ne? Kann man so mit dem Schrubber mal drüber gehen. So, die Heizung haben wir auch fertig. Oh, hier sind auch noch ein paar Flaschen. Ein paar Stühle eben gerade hinstellen. Na, ein Stückchen zurück noch. Mein innerer Monk möchte das. Oder? Nee, passt nicht ganz. Ja. Oh. Laufe ich vor geschlossene Tür. Ich habe die Dinger so sauber gemacht, dass ich da kaum durchlaufen kann. Hier hatte wohl jemand. Also geduscht haben die hier drin nicht. Puff. Also die haben hier definitiv falsch gelüftet. So, was fehlt denn hier jetzt noch? Waschbecken haben wir ja doch. Was ist das denn? Ach, Waschmaschine, ne? Okay, das sieht jetzt so aus wie bei meiner Waschmaschine damals. Hä? Wieso sollte ich... Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Wieso sollte ich denn jetzt die... Also das ist die Transportsicherung, ja. Aber wieso sollte man die Schrauben dafür da lösen? Nicht drüber aufregen, nicht wundern. Einfach machen. Dann bin ich hier im Bad jetzt fertig. Okay, nächster Raum. Das ist nicht so viel. Oh, hab mich geirrt. Ist doch viel. Na. Oh. Da war das Mauspad zu Ende. Dahinter. Was versteckt sich hier? So, wieder schön auf 2. Muss ja auch mollig werden. Jetzt noch ein bisschen Schimmel weg. So. Haus erledigt. Ich würde sagen, ich mache hier jetzt erstmal Feierabend. Ne? Ist ja auch früh genug. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir Bescheid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis die Tage. Haut rein. Ciao, ciao.